Cool. Ich will ihn zunächst die Athletinnen vorstellen mit der Startnummer 19, Petra Westerhoff. Mit der Startnummer 20, Bärbel Bach. Mit der Startnummer 21, Kasia Pagoska. Mit der Startnummer 22, Lila Lell. Willkommen zur ersten Wertungsrunde. Line-up von vorne, bitte. Dankeschön. Eine weitere vierte Runde über rechts. Bitte die Athleten mit der Startnummer 19 und 20 zwei Schritte nach vorne. Startnummer 21 und die Lila hinten auf. Nicht aufrücken, nicht nach vorne kommen, sondern aufrücken, also auf der Wertungslinie rechts hochgehen. Genau so wollte ich es haben. Und wieder eine Kuppeldrehung nach rechts. Ich höre eine weitere Kuppeldrehung nach rechts. Dankeschön, eine weitere Verbindung. Und wieder die Frau zur Bühne. Dankeschön. Wir fahren also sofort, wir machen sofort weiter mit den Pflichtposen. Und zwar Doppel-Bizeps. Entschuldigung, eine seitliche Brustmuskelpose. Dankeschön, eine Trizepspose. Und den Rücken zur Jury. Oder den Bizeps.
toe zou brengen, maar dat hoort bijna. Vielen Dank, meine Damen, das war für euch die Wertungsrunde. Line-up und Pflichtkurs. Wir sehen euch gleich wieder zu eurem Türvortrag. Wir dürfen euch jetzt einfach kurz zum Türkurs umziehen oder sonst was. Sehr wahrscheinlich. Yeah.
wieder aktiviert für nächste Woche für die deutsche Meisterschaft. Da wird man unterteilt in bis 35 und über 35. Aber ihr seid ja alle drunter, ne? Deswegen. So, den vierten Platz vergab die Jury an die Athletin mit der Startnummer 21, Asja Pawlowska. Jetzt wird auch wieder hin, den dritten Platz. Sie kann die Teilnehmerin mit der Startnummer 22, Lila Lell. Der zweite Platz geht an die Athletin mit der Startnummer 20, Bärbel Mach. Und somit zum, ich weiß nicht wie viel Mal, westdeutsche Meisterin. Wir kennen uns schon ewig lange. Foto für die Fotografen. Vielen Dank, meine Damen. Auch euch wünsche ich alles Gute für nächste Woche auf der Deutschen Meisterschaft.